Good morning und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Wir sind immer noch in Alicante, denn wir bleiben etwas länger hier, um genau zu sein, noch eine Woche, richtig? Eine Woche noch? Noch 9 Tage, inklusive Madrid oder exklusive Madrid? Inklusive Madrid, denn wir fahren dann noch mit dem Zug rüber nach Madrid und dort feiern wir dann Hannas Geburtstag. Also wir haben auf jeden Fall noch eine schöne Zeit zu dritt hier. Wir haben schon unseren Morning Walk gemacht, Mobility gemacht, da hinten macht Jule gerade ihr Mobility und dann wird gleich gefrühstückt und heute ist Trainingstag, nehme ich euch auch noch mit ins Titan, was hoffentlich jetzt wieder ein bisschen leerer ist, weil die ganzen Wettkampfathleten schon abgereist sind, beziehungsweise das ist die Hoffnung und dann wird Schultern trainiert, ja, und das werdet ihr heute alles sehen. Jetzt gibt es aber erstmal ein Käffchen und ich mache schon mal meinen Pre- und Post-Workout-Meal fertig. Wir haben ja immer noch den, ach du Schreck, wir haben ja immer noch den kleinen Rice Pudding Notstand, aber wir improvisieren hier und heute mal mit Maismehl. Mal gucken, wie das wird. Auf jeden Fall haben wir hier das ganz klassische Porridge. Konsistenz schön fest, wie wir das lieben. Bei Hanna gibt es halt ausnahmsweise mal. Wirklich ausnahmsweise, ne? Ja. Wir haben keine Haferflocken gefunden. Das ist auch eigentlich echt kriminell, ne? Also. Ja, wundert mich auch. Wir wollten heute eigentlich einen Shopping-Trip machen, haben uns jetzt wahrscheinlich dagegen entschieden. Aus zeittechnischen Gründen, weil das schaffen wir alles irgendwie nicht. Aber jetzt wird erstmal gekocht und dann suchen wir uns einen Kaffee. Heute mal was ganz Neues. Und werden dann da arbeiten, weil hier ist nicht so eine coole Arbeitsatmosphäre irgendwie. Unser Tisch ist auch ein bisschen klein für 3 Menschen. Leben ist in die Haken. Das sind die Bücher Dienstagmorgen. Dienstag 11 Uhr. Ja, Leute, die Mama würde gleich vom Walken kommen und Mittagessen machen. Das ist auch total spannend. Wir haben hier 3 verschiedene Variationen. Die dritte ist hier. Von der Konsistenz ja relativ fest. Das ist Maismehl, Maispudding. Wenn ihr das Schmand von dem Dings überzeugt, jetzt haben wir das. Oh! Hähnchen gibt es bei Julia jetzt. Bei mir also ist ein frisches Hähnchen. Ja, klar. Das ist schon seit ein paar Tagen offen, ne? Ja. Ich würde mich davon distanzieren. Ja. Julia ist da abgehärtet. So geht es mir ja bei Hackfleisch. Da esse ich auch einfach. Ist egal, wie es riecht. Ja, auf jeden Fall. Ganz gut, das ist glaube ich auch das beste Ergebnis hier. Dann haben wir einmal 50-50 Polenta und Rice Pudding. Das da hinten war jetzt übrigens Rice Pudding, Polenta und Maismehl. Und hier haben wir 100% Polenta und das ist übrigens dein. Das ist Hannas. Ich habe mich das glaube ich nicht getraut. So ist Mittagstisch. Was gibt es bei dir, Jule? Mittagstisch schon aufgegessen? Mittagstisch. Ja, es ist ein kleines Salätchen mit Hähnchen. Catchies mal. Jule berichtet gerade von ihrem Talentwettbewerb und dass du jetzt mal noch ein bisschen singen möchtest, ja, vor der Kamera. Nee, ich werde das nicht singen, keine Ahnung mehr. Ich hatte tatsächlich einmal gesagt vom Bericht. Ui, Wahnsinn. Ja, hat quergeflötet. Nee, wirklich. Und ich habe Klavier gespielt. Wir könnten aus einer kleinen Band werden, eine kleine Band machen. Jule macht den. Die Sängerin? Ich kann auch. Ja, dann singst du mal die Gitarre, ich hau in die Tasten beim Klavier und Hanna fühlt ihn quer. Hanna hat die Polenta auch übrigens nochmal angebraten, da ich immer so reingrabben. Die sieht wirklich aus wie Ananas. Das ist so die traditionelle Version, das hat mir irgendwer jetzt auf Instagram geschrieben, beziehungsweise mehrere sogar, dass man sie in Italien anbrät. Das wussten wir doch, hat die Mutter doch auch schon so gemacht. Hätte noch ein bisschen gekonnt, aber... Hätte noch ein bisschen gekonnt und tatsächlich ist das Designerway Banane, mit dem man da umgerührt hat, weil es noch meine Banane... wenn der Gabel klebte. Das schmeckt man gut durch. Kriegst aber übertüncht mit dem Erdnusskleckst da. Es regnet. Es regnet. Gut, wenn stockt mein Regenschirm. Ja, der Regenschirm, der fehlt jetzt gerade. Ach du heilige Makrele. Thank you.
Also wir haben gerade produktiv im Starbucks gemacht. Ich habe Uni gemacht, darauf bin ich sehr stolz, weil das ist ein Ding, was mich auch ein bisschen belastet. Das ist nämlich auf der Prioritätenliste leider ein bisschen nach unten gerutscht in den letzten Monaten. Und das kann ich nicht immer weiter aufschieben. Also das Ding muss jetzt auch mal beendet werden. Deswegen, ja, muss ich mich da sehr disziplinieren, dass ich da dran bleibe. Und da habe ich jetzt gerade ganz produktiv an meiner Seminararbeit geschrieben. Und jetzt pilgern wir hier wieder zum Carrefour. Hanna ist noch im Café. Die riecht sehr lecker, ne? Ja. Die backen hier irgendwie was mit Zucker. So riecht das. Jetzt würde gerade so ein bisschen Zucker aus Backblech laufen und das brennt dann so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall geht es dann für uns gleich zum Sport. Jule macht heute nochmal einen Restday, weil sie ein bisschen mit ihren Quads noch zu kämpfen hat. Ah, ja. Das ist genau das, was ich gerade sagte. Das ist Zucker in einem heißen Behälter. Was machen die denn hier? Oh Gott, die singt sogar. Ah, toll. Jetzt heute leider ein bisschen bewölkt, deswegen ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich wollten wir einen Strandtag machen, dann wollten wir einen Shoppingtag machen. Jetzt werden wir wahrscheinlich doch nur einen Arbeitstag und einen Trainingstag machen. That's okay. That's okay. Und morgen ist dann Restday. Und da würde ich sehr gerne mal mich richtig schön ans Meer fläzen. Schön entspannen. We will see, ob wir das morgen machen. Apfel auch mal richtig fein. Ich brauche jetzt noch eine Apotheke, weil ich habe richtig starken Kopfschmerz. Wir müssen jetzt mal betäuben. Aber ich meine mir jetzt einzubilden, dass der Apfel auch schon hilft. So, wir haben Pre-Workout Meta X einmal hier drin und hier einmal den Nitro X. In Kombination keine Empfehlung, deswegen habe ich jetzt zwei Shaker. Und dann geht es für uns nach draußen in den Regen zum Training. Hola! Hola! Wir sind im Titan. Es ist mittelmäßig voll und deswegen wird jetzt das Schultertraining mitgefilmt. Ich habe richtig Bock. Ich liebe Schultertraining. Ich liebe dieses Gefühl, wenn man so einen guten Schulterpump hat. Freue mich drauf. Und dann geht es los. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your body. With a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Love it! Es gibt einen Rice Pudding mit Polenta und den Black and White Vanilla Whey, Designer Whey. Und Hensky hat einen Isoclear und Meisterfilm. Easy Prep, not that easy Prep. Wir sind durch, es war auf jeden Fall gut. Gutes Training. Solide 2 Stunden für ein Schultertraining, aber irgendwie brauchen wir immer so lange. Und wir quatschen ja nicht mehr. Wir quatschen halt, früher haben wir lange gebraucht und gequatscht, jetzt brauchen wir lange, obwohl wir nicht mehr quatschen.
Und nicht aber gut. Und nicht zusammen trainieren. Aber es war trotzdem auf jeden Fall sehr gut. Ich habe zur Zeit richtig guten Pump immer und gutes Muskelgefühl. Also gerade Schulter finde ich, hat man sehr gutes Muskelgefühl. Ja, brennt einfach richtig doll. Und jetzt marschieren wir nach Hause. Wir müssen immer so 15 Minuten bis zur Bushaltestelle laufen und dann fahren wir 15 Minuten mit dem Bus und dann normal ist eigentlich mal 5 Minuten laufen. Bus oder im Busch? Im Busch. Ich muss sagen, ich freue mich aber total auf Madrid. Ja, wir freuen uns auf Madrid, da machen wir uns eine richtig schöne Zeit. Ja, ich würde am liebsten jetzt schon fahren, sag ich dir so. Oh, mein Arm. Kurze Pause. Oh Gott, Leute, Schultertraining. Schultertraining, jetzt hier die Kamera. Ja, halt die mal, da merkst du mal, wie das ballert. Andere Seite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Madrid, da machen wir uns eine richtig schöne Zeit. Ja. Ich war 2019 schon mal in Madrid, als ich Interrail gemacht habe. Ich habe so oft schon gesagt, ich war schon mal hier, als ich Interrail gemacht habe. Also ich war in vielen Städten während meines Interrail-Aufenthalts, unter anderem auch in Madrid. Und das war echt richtig schön. Ich war da im Königshaus. Das Königshaus war sehr beeindruckend. Und es gibt auch einen richtig schönen Park, das möchte ich Hannah und Jule beides auf jeden Fall zeigen. Nett. Ich überlege gerade, wie lange wir denn da sind. Ich glaube nur 3 Tage. Aber wann verlassen wir denn hier? Am 23. Nee, am 26. erst. Sicher? Ja. Ja, perfekt. Ja, aber. Ja, man merkt auf jeden Fall das Schultertraining, wenn man die Kamera herhalten muss. Ich habe immer noch Kopfschmerzen, die gingen leider nicht wirklich weg. Ich dachte, der Apfel, der hilft, aber. Kurzzeitig geholfen. Hannah holt sich jetzt einen Ensamada Humita. Was ist das? Humita. Mais und ist Humita Mais? Nein, der Mais ist Mais. Nee, aber so heißt die Pony. Ja, Hannah holt sich einen Ensamada und ich glaube, ich beiß da mal rein. Ich komme hier schon mal mein Essen für morgen. Und das ist hier so ein bisschen One-Pot-Style. Das sieht ein bisschen eklig aus, finde ich persönlich, aber schmeckt tatsächlich ganz gut. Und es ist ein bisschen einfacher in der Zubereitung. Währenddessen Porridge Prep von Maiswaffelies. Jule hat gerade einen Quark gefuttert. Und hier gibt es Empanadas, würde ich auch gleich mal reinbeißen. Das sieht aus, als wäre das mit Tomate gefüllt. Ist so. Ah. Traditional Food. Ein neuer Tag in Alicante. Wir haben schon 11 Uhr. Ich habe einen richtig schönen Morning Walk gemacht, bin hoch zu dieser Burgfestung irgendwas marschiert. Dann zurückgekommen, habe gefrühstückt und hatte dann direkt eine Posingstunde. Und jetzt packe ich meine Sachen zusammen und gehe zu Hannah, die ist schon im Starbucks am Arbeiten und arbeite dann mit ihr. Und dann wollten wir heute eigentlich zum Strand gehen. Ich bin heute Morgen mit einem richtig krassen Halsschmerz aufgewacht. Weil ich kann das nicht mit Klimaanlage schlafen. Ich kriege immer Halsschmerzen und fühle mich dementsprechend heute auch leider so ein bisschen kränklich, was echt doof ist. Aber gut, wir können es nicht ändern. Gut, dass heute Restday ist, weil ich glaube, so jetzt ins Training zu gehen, wäre irgendwie auch doof. Ich habe jetzt mein Meal Prep gemacht. Wir haben das tolle Reisgericht, was ich gestern schon vorbereitet habe. Jetzt hatte ich keinen Bock mehr noch zu kochen, deswegen gibt es dazu ein Isoclear in der Geschmacksrichtung. Blueberry Ice Tea. Ist ganz lecker, aber Strawberry Lemon ist definitiv mein Favorit. Dann wird es später auch nur noch ein Porridge geben und auch nochmal Reis. Salve! Salve! Hi! Wie geht's? Und dir? Auch gut. Wir haben jetzt lecker zu Mittag gegessen. Es gab Reis und Eiklar, also das Meal von gerade eben. Und noch ein Eiklar Omelette und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Strand. Hanskip is ready? Ja. Wir haben übrigens gerade auch, ein bisschen eingeschluckt, gerade schon das YouTube-Video angeschaut, was gleich online kommt. Ich fand es persönlich sehr witzig. Aber manchmal ist man sich dann auch unsicher, ob der Humor so richtig rüberkommt. Schreibt gerne mal in die Kommentare dieses Videos, ob ihr unseren Humor teilt oder nicht. Genau, so. Machen wir jetzt mal auf die Socken. Ich ziehe mir noch einen Hut auf. Dann geht's mal los. Und wir sind ja wieder im Ausland, das bedeutet, wir gehen wieder mehrfach am Tag in den Supermarkt. Man kennt's schon. Flaschen oder Dosen? Dosen. Nee, sowohl als auch. 2 Flaschen, 4 Dosen. Ja, bitte. Ich will auch noch ein Aloe nehmen. Ein Aloe?
welche Geschmackrichtung. Schau mal, der Jagdhafen ist auch richtig hübsch, ne? Ja. Schick mal rüber. Leute, es ist wunderbar, das Wetter ist einfach nur ein Träumchen. Man meint gar nicht, man könnte jetzt gar nicht den Monat definieren. Ist jetzt September, ist das jetzt gutes Wetter für September? Ja, kann man gar nicht sagen. Wahrscheinlich schon. Das ist tollstes Wetter. Richtig herrlich. Man, von der Jule haben wir länger nichts gehört, ne? Vielleicht fragen wir da gleich mal nach. Die hat ja so ein bisschen problematische Krämpfe. Und ja, deswegen hat sie sich hier heute nicht angeschlossen, weil sie ist gerade im Gym. Hoch die Tassen, mal. Stößchen. Mann, oh Mann, der Strand ist voll. Cool. Übrigens, da oben war ich heute Morgen. Hier oben war ich bei meinem Morning Walk. Immer hochmarschiert. Ist tatsächlich gar nicht so hoch, wie es aussieht. Also es ist schon hoch, aber man ist relativ schnell da oben. Und hier hüpft man gleich rein. Ich habe jetzt gleich einen Call mit ein paar meiner Athletinnen, die demnächst ihren Wettkampf haben. Und deswegen habe ich alles aufgebaut. Ich habe eine Powerbank, ich habe was zu trinken. Und ein wunderschöner Ausblick. Genau, das mache ich jetzt. Honey ist da hinten irgendwo. Im Wasser. Es ist Dinnertime. Bei Jule gibt es schon den Abendquark hier. Und da ist nochmal im Frühstücksmodus. Das ist serious. Ist mir dreierlei. Tage. Sehr divers hier unser Abendbrotstisch. Abendbrot kann man das auch überhaupt nicht nennen. Ich habe mich jetzt bettfertig gemacht und gehe jetzt ins Bett. Ich sehe die Kamera nicht mehr, weil ich habe meine Kontaktlinsen schon rausgenommen. Habe aber meine Subs genommen. Pre und Post für morgen auch schon vorbereitet, Polish vorbereitet. Wir wollen morgen schon um 9 Uhr ins Training. Das heißt, wir müssen sehr, sehr früh aufstehen. Wir haben jetzt 20 nach 9, oder? Irgendwie sowas um den Dreh. Also relativ früh. Ich schaffe es früh ins Bett zu gehen, da bin ich sehr stolz drauf. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns bald. Ciao, ciao. Good night. Good night. Gott, ich sehe wirklich gar nichts, ey.